Jo, meine lieben Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Miitopia. Ja, ich habe jetzt mein Mikrofon ein bisschen lauter gestellt, weil im letzten Part war es etwas zu leise. Ich muss ein bisschen weiter wegstellen, mein Mikro, von meinem Mund, weil ich habe jetzt ein normales Headset jetzt diesmal. Im letzten Part sind wir jetzt nun endlich mal weitergekommen. Jetzt müssen wir nur noch Peachs Gesicht retten. Und es befindet sich genau in der Blume drin. Und anscheinend hat der dunkle Fürst noch immer nicht genug von uns. Was sind das für Gegner? Also der Golem hat ihn geschützt. Ziemlich klug. So, dann werden wir mal schnell mal schnauben. Und du, Kill. Gut. Ja, Leute, ich weiß, dass jetzt Miitopia jetzt auf meinem Kanal nicht so sehr beliebt ist. Ich kann mir vorstellen, weil viele Leute haben jetzt schon bereits das schon Let's Played und so weiter. Aber es wird schon bald wieder mit Retro-Let's Plays dann abgehen oder mit Final Fantasy 1 mit dem Pixel Remaster vielleicht dann nachher. Ja. Darf ich dich etwas fragen? Sicher, was denn? Sicher wirst du tun, sobald du die Dorfbewohner gerettet hast? Dann geht's dem dunklen Fürsten gerne auf einen Kragen. Ah, du willst also sofort weiterziehen? Ja, eigentlich schon, nur... Es geht um den verborgenen Weg, der zum Flammenberg führt, nicht wahr? Keine Sorge, ich helfe dir, versprochen. Na, das ist ja mal sehr nett von dir, Rosalina. Oder ist es Rosalina? Ich weiß nicht mehr. Rosalina, Peach und... Der andere weiß ich nicht mehr. Palutena, ja genau, Palutena. Ich habe sie fast vergessen. Wie die sich nennen, die drei Feenschwestern. Zwischen können wir jetzt mal schon mal was mampfen. Sonst braucht Luigi jetzt mal einen kleinen Upgrade. Fisch hat jetzt richtig schön aufgefuttert. Nice. Gut, dann schauen wir mal, was für ein Upgrade bekommen wir jetzt diesmal. Ein Flickenpanzer. Mal sehen, wie viel der aushält. Dann tun wir mal die Werte nur aufheizen, weil sie doch viel besser aussieht im modernen Look. Und ein kleines Schwertchen für... Fisch. Ein Krieger. Wir bleiben aber weiterhin mit den normalen Werten. So, dann lass uns das mal weitergehen. Ich schau mal jetzt nach, was es jetzt noch gibt. Ein Gebetstaler wäre nicht schlecht für Luigi. Mal sehen, was das hier bringt. Das ist besser. Tatsächlich, das passt ja perfekt. Nee, brauchen wir nicht, weil so viele Erfahrungspunkte bekommen wir das eher selten. Ja, leider gibt es ja nichts zu essen. Hier mal. So, dann gehen wir mal jetzt schnell zur Tür. Anscheinend müssen wir jetzt schon genügend Sachen mit haben. Wieder so ein Tor. Diesmal mit drei Öffnungen. Dann wissen wir ja, was zu tun ist. Die passen. Und damit geht jetzt unsere Reise hier weiter. Zumindest haben wir jetzt alle drei jetzt schon gerettet. In der Oberwelt.
Jetzt ist Zeit, dass wir Peaches Gesicht endlich mal retten vor den Clown des dunklen Fürsten. Da gibt es jede Menge viele Wege. Aber wir gehen jetzt mal an den einen Weg hier entlang. Die reinste Schaukelpartie hier. Gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten. Aber was für ein Bauchmuskeltraining, Sixpack, ich komme. Oh Mann, was redet da Luigi überhaupt? Sixpack Luigi. Muskelpaket Luigi, könnt ihr das mal vorstellen? Na, mal Kaulquappen. Wir sind doch sowieso nicht so sehr stark, aber wir können mal versuchen, mal die Kaulquappen jetzt mal richtig zu killen. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht alle Wege jetzt mehr, weil es ist irgendwie schwierig. Und die Kaulquappe war ziemlich easy going, easy go. Na gut, dann geht's noch hier wie weiter. Wieder mal ein Monster. Diesmal eine frische Prise als Monster und Kaulquappen. Kopfquappen. Okay, die frische Prise heilt natürlich die Viecher. Nette Aktion, verschonen. Das arme Ding. Au. Oh Mann, was machst du denn da? Oh nee. Dann ist es fast übergelaufen, weil er zu nett war. So, Level 10. Triple Kill. Da haben wir jetzt schon mal den Tornado richtig platt gemacht. Und ja, Leute, ich habe jetzt gerade nicht mal rausgefunden, dass tatsächlich möglich ist, Windows auf Deutsch zu stellen. Auch wenn ich es auf amerikanische Stelle gestellt habe und die Region auf Schweiz oder Deutschland eingestellt habe, hat jetzt tatsächlich das Pixel Remaster doch einen Fix bekommen. Also, man muss natürlich auf Englisch stellen, aber die Anzeige soll auf Windows auf Deutsch, Schweiz oder Deutschland stehen, nicht in Österreich. Ich hätte das echt schon mal nicht mehr gehabt. So, Zeit einmal jetzt den Einkaufsbummel zu machen, damit die sich wieder versöhnen, die beiden, weil ich möchte jetzt keinen Streit mit den zwischen den beiden haben. Mit einem Kampf, wenn wir Peach dann retten. Dim, dim, dim. Und schlecht Luigi. Maskesman, wo bist du? Luigi, Maskesman. Maskesman wurde verziehen. Es ging aber schnell, die Einkaufsbummel sind tatsächlich wieder Freunde geworden. Na bitte. So, wir müssen jetzt mal hundertprozentig jetzt mal den Mask-Salesman ein bisschen erhöhen. Die Sache. Na, ich mag überhaupt keine Suppe. Wie es aussieht, aber ich esse sowieso gerne Suppe, by the way. Ganz besonders Spargelcremesuppe. Ich weiß ja selbst, Spargelcremesuppe ist auch ziemlich sehr, sehr gut, aber es entgiftet natürlich die Niere, das weiß ich ja selbst. Wir werden jetzt nur ein paar Wege nehmen, die man voranschreiten kann, also ich werde nicht 100% alles machen. Und das war tatsächlich eine Falle. Miamploing, Grünploing und Goldploing. Miamploing machen wir auch platt.
Die Grünen sind ja ziemlich easy zu besiegen. Das Zinsland braucht sowieso jetzt mehr Erfahrung. Wenn auch etwas unterlevelt ist. G. Immer mehr Geld bekommen wir jetzt in letzter Zeit. Je mehr, desto besser. Ich hoffe, dass der Sound jetzt nicht so laut ist für mich oder für euch, Leute. Mal sehen, was da jetzt abgeht. Die verschenken sich jetzt gegenseitig. Hoffentlich passiert jetzt kein Streit. Mal sehen, was er jetzt gibt. Ein Stück Seife. Naja, ein Stück Seife, das ist ja ein bisschen was Besonderes, aber nicht so sehr Besonderes. Dafür lasse ich jetzt mal nur die Werte aufstocken, weil die Rüstungsuniform kaufe ich jetzt derzeit nicht, aber ich tue nur die Werte hier zeigen. Damit dann jetzt die Verteidigung erhöht wird. Ja, war schon langsam Zeit, dass er jetzt mal einen Stahlschwert bekommt. Besser als diese Bienenstich, was er hat. So, futtern. Bekommt jetzt der Luigi vielleicht. Und die Gemüse erhöht jetzt alle Werte. Das ist ja interessant. So. Dann lass uns jetzt weitermachen. Und ich glaube, ich werde dann mit Hopi dann weiterhin auf YouTube mehr streamen, wenn ihr wollt. Also es ist euch überlassen. Ich werde nicht alle Wege durchmachen, weil da muss man nur noch zur Story voranschreiten, das wäre besser. Macht so einen Spaß, auf riesigen Lotusblättern zu laufen. Oh ja, es macht die ganze Zeit Plank Plank und so Flap Flap und so. Aber es ist ganz schön anstrengend. Ja, es ist wohl wahr. Aber sie ist mal positiv. Es doch erspart uns den Gang ins Fitnessstudio. Auch wieder wahr. Ja, wenn ich auf Lotus springen würde, würde ich sofort ins Wasser fliegen. Wenn ich so klein wäre wie die Mies, dann wäre das kein Problem. Zwei Wege. Dann gehen wir mal nach links. Und natürlich gibt es auch ein paar Gegner, das war ja klar. Ein Vogel und noch ein Golem. Laser! Nehmen wir mal diese neue Attacke. Double Kill. Oh yeah, die Attacke ist richtig krass, ey. Ich glaube, ich werde mal als Tank dann im Finale dann auch noch gehen, weil ich habe es so sehr gut trainiert. Als Tank bin ich auch ein bisschen mehr gut gewappnet dann für das Finale. Nehmen wir mal dort lang, nach unten. Ein MP-Bonbon braucht jetzt keine Sau mehr, weil wir haben schon fast 100 davon. Wie schön das hier aussieht, wenn es dann Nacht wird. Das ist echt schön, diese Atmosphäre, wie die das eingebaut haben. So. Wir sind ja mal jetzt normale Freunde. Und einmal Laser. Ja, jetzt sieht es sehr viel MP. Das ist das Negative daran.
Und er heilt sich wieder. Aber länger halten sie eh nicht mehr aus. So, geschafft. Mindestens müssen wir jetzt Peach mal in dieser Folge noch einmal holen und dann geht es dann schon in der vierten Welt dann gleich los. Das ist halt das Mindeste, das wir dann durchziehen werden. Hm, währenddessen Fisch pennt ja weiterhin noch. Hat ihn verarscht, den Luigi. So ist ja Fisch. Meister am Verarschen. Auch beim, manchmal im Server, im Discord-Server ist auch manchmal ein Meister am Verarschen, aber nur zum Spaß. So, dann essen wir mal dort was, dann mal das hier. So. Dann heißt es jetzt wieder weiter geht's. Sind sowieso jetzt die Helden schon Level 10, also noch höher brauchen wir nicht leveln, glaube ich mal zumindest. Müsste jetzt wahrscheinlich jetzt der letzte Station sein. Ich möchte jetzt nicht alle Stationen durchziehen, weil die sind nur eh nur mit den restlichen Sachen, nur die Abkürzungen nur mit Truhen. Hilfe, Schwester! Peach, wo bist du, Liebes? Du musst da drüben sein. Bleib, wo du bist. Ich komme. Wieder keine Kämpfe mehr. Oh doch, es muss leider Kämpfe sein. Und wir haben jetzt tatsächlich Peach gefunden. Hilfe! Ach, sag jetzt nicht, dieser Frosch ist jetzt der Boss, oder was? Peach Frosch! Schlafendes Licht bringt ja leider nichts. Machen wir noch einmal Laser. Na bitte. Was wird das jetzt bitte schön bringen, diese Attacke? Ich könnte wahrscheinlich eine K.O.-Attacke bei sich haben. Und 71 Schaden, what the hell? Mundgeruch, üble Mundgeruch. Ey, geht. Das ist aber gar nicht gut. So, dann müssen wir schnell jetzt alle heilen. So, mal den. Können wir uns noch selbst heilen. Wir haben noch sehr viele MP-Stück noch da bei der MP-Streuer. Damit wir gut vorbereitet sind für den nächsten Laserangriff. Aber was sagt jetzt der Gegnerstatus? Ach, die haben nur ein Viertel davon abgezogen. Ist nicht so viel. Nochmal Laser. Gut, dass er mir hilft, der Luigi. Zeit für die Schaden. Nice. Jetzt muss ich nachlässig werden. Jetzt wieder diese Frosch-Attacke ein. Ah, wir haben schon sehr viel abgezogen jetzt. Komm schon.
auch noch ein paar Treffer. Uff. Boah, Erdbeben hat er auch noch bei sich. Vielen Dank für die Heilung, Luigi. Warum hält er sich, der Affe? Er muss doch endlich mal angreifen. Aber ich mache jetzt einen Finisher. Boom! Das war's. Das war der epische Finisher auf diesen Frosch. Merci, vielmals. In Französisch. Jetzt ist Peach auf einmal Französisch. Merci. Na, sauber abgeräumt. Da kann man schon laut sagen. Wir sind jetzt sehr gut angekommen. Seht euch das an. Weg ist es, das Gesicht von Peach. Anscheinend ist es zum Dorf zurückgeschwebt. Stimmt, so muss es sein. Was für ein Glück. Dank dir ist sie in Sicherheit. Gern geschehen. Naja. Damit haben wir jetzt das auch schon erledigt. Wieder mal ein Foto von Knips. Hey, lass dir eine Chance verkriegen. Ich bin Knips, der Fotograf. Magst du das Foto kaufen, das ich vorhin gemacht habe? Das ist eine sehr gute Erinnerung. Vielen Dank, war mir ein Vergnügen. Das ist mal richtig super. Ich bin jetzt schon enge Freunde geworden. Und so wie es aussieht, Fisch wird immer overpowered, so wie es aussieht, mit seinen ganzen Werte. Dann lasse ich mal die Kupferrüstung hier an. Und dann gehen wir mal zu Peach. Mal sehen, was hier jetzt abläuft. Weil anscheinend sind wir schon gleich mit dem... Sind wir dann gleich mit dieser Welt dann bald am Ende unserer Reise angekommen? Und da ist schon Peachs Gesicht. Ging schon mal direkt hier weiter. Da wir schon jetzt alles erledigt haben, gehen wir jetzt zu Peach. Und bring ihr Gesicht zurück. Ah, das war auch Zeit. Puh, sowas möchte ich nicht noch einmal erleben müssen. Danke, Schwesterherz. Du hast auch gute Arbeit geleistet, Herzchen. Nimm das und setze es mit Bedacht ein. Törtchen. Du hast alle gestohlenen Gesichter gerettet. Das ist das Mindeste in der Storyline. Jetzt sind alle gerettet. Applaus, Applaus. Supi. Hat wirklich prima geklappt. Ohne euch wären wir sicher nicht wieder vereint geworden, ihr Lieben. Tja... Du hast sicher noch ein paar Aufgaben vor dir. Bevor du gehst, sollten wir ein Versprechen einlösen. Schwestern, es geht los. Oh ja.
Yippie! Wieder mal eine Tanzauflage. Ah. Wie vorhin. Jetzt alle und jetzt mit tanzen, auch super. Ja. Der nächste Weg wird jetzt freigeschaltet für uns. Und das werden wir heute noch durchziehen. Oder wahrscheinlich erst im nächsten Part, wer weiß. Passt gut auf euch auf, ihr Lieben. Wir denken an euch. Zeigt es den dunklen Fürsten. Viel Glück. Ja, und damit endet auch jetzt unsere Reise hier in der Elfenwelt. Nun, wir werden jetzt dann die Elfenwelt im nächsten Part dann verlassen. Oder wir werden es noch in dieser Folge noch machen. Na, machen wir das doch in dieser Folge noch, komm. Ein bisschen extra langen Part machen wir noch, weil wir haben noch nicht 30 Minuten gedreht. Aber lass uns jetzt endlich mal aufbrechen. Denn es wird langsam Zeit, dass wir jetzt endlich mal die Elfenwelt hinter uns lassen. So, jetzt habe ich eine Frage für dich. Oh ja. Also dann, an wie vielen Tomaten sind wir bisher vorbeigegangen? Was? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich hoffe, das war die einzige Frage. Was für Fragen die da haben, beiden. Und natürlich sind wir nicht alleine. Natürlich werden wir auch von eigenen Monstern jetzt auch noch aufgehalten. Wollen wir jetzt die Welt der Elfen jetzt verlassen? Und Laser Time. Na bitte. Das haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ich glaube, wir kommen jetzt dann gleich zum nächsten Feld, wo wir zum dunklen Fürsten wahrscheinlich dann bald gegenübertreten werden. Diese wunderschönen Wassertropfen. Daran kann ich mich einfach nicht satt sehen. Ich weiß, was du meinst. Okay, das reicht. Ja, ich habe mich auch satt gesehen. Ach man, das war eine sinnlose Kompensation, aber egal. Müsste jetzt wahrscheinlich jetzt das letzte gewesen sein. Wir haben einen Brief von Nairo bekommen. Lieber Brad, ich halte Wache. Kein Feind kommt mir vorbei. Das Elfendorf ist sicher. Wir kriegen 3 Ausflugstickets. Anscheinend ist noch nicht alles vorbei, weil wir müssen noch einen weiteren Weg gehen. Wenn jetzt wieder die drei weggekommen sind, dann ist es leider schade. Dann müssen wir komplett alleine rüberkommen. Wahrscheinlich geht es hier noch weiter. Das müsste jetzt wahrscheinlich jetzt der letzte Ort sein, wo wir jetzt kommen. Lass mich mal vorspulen, damit wir nicht zu lange brauchen. Mir reicht's.
Dasselbe Landschaft den ganzen Tag lang. Guck dich doch mal oben in den Himmel. Stimmt, das könnte klappen. Aber irgendwie habe ich sicher auch nicht genug davon, den Himmel anzustarren. Ach, keine Sorge. Bevor das passiert, wird dir eh der Nacken wehtun. Das ist echt eine große Hilfe. Es ist leider die ganze Landschaft immer wieder von vorne, mein lieber Luigi. Da kannst du leider nichts machen. Luigi ist etwas schneller als ich, das ist mal interessant. Pusten wir es mit einem Laser weg. Es wird dunkel. Wieder mal eine Übernachtung. Es wird langsam Zeit zum Schlafen. Es ist zu gefährlich, wenn alle zugleich schlafen. Jemand muss aufbrechen und Wache halten. Du bist dran, Fisch. Ich übernehme die Wache. Ruht euch, ihr euch etwas aus. Hey, du bist noch wach? Gemeinsam hielten die beiden Wache. Oh, das ist ja super. Damit haben wir jetzt höhere Freundschaft bekommen. Und dann kam der Morgen. Ein HP haben wir wieder herbekommen. Aber so lange wird auch der Tag nicht lange dauern, denn hier endet auch schon jetzt die Welt. Mal gespannt, wie dann diese Welt abgehen wird. Also die neue Welt, die wir dann im nächsten Part dann durchziehen werden. Aber ich glaube, ich werde dann ein paar Parts dann auch noch streamen dann am Abend. Ich weiß nicht wann genau, aber hängt davon ab. So wahrscheinlich Wochenende mäßig werde ich dann mehr streamen. Samstag, Sonntag. Natürlich möchte ich auch die Let's Plays in der Reihe nachmachen. Und ja, wir sind jetzt tatsächlich am Ende der Welt angekommen. Da wären wir. Endlich. Direkt vor uns liegt der Vulkan mit der Burg des Dunklen Fürsten. Ich frage mich, was es mit dem Dunklen Fürsten auf sich hat. Und dieser Vulkan, ob es da wohl heiß sein wird? Nee, ist ja bloß ein Vulkan, weißt du? Bestimmt müssen wir reißüberströmt gegen Monster kämpfen. Hui, ja, unangenehm. Vor dem Hitzeschlag sollte man sich auch in Acht nehmen. Auch das noch. Tja, da ist umso wichtiger viel zu trinken. Ja, wie im Sommer auch noch. Weise gesprochen. In diesem Sinne, lasst uns heute Nacht ganz viel Wasser trinken. Prost! Und ich glaube, es wird jetzt nicht so ruhig sein. Und natürlich, der dunkle Fürst schlägt schon wieder zu. Na, so ein Dreck aber auch. Aber unser Power-Up blieb hier. Interessant. Diesmal ist der Power-Up da geblieben. Leute, wo seid ihr? Nicht schon wieder! Das war das dritte Mal, nicht wahr? Das muss man Ganondorf lassen. Er ist konsequent. Deine neuen Freunde sind auch wieder weg. Wir sind sicher in seiner Burg. Hier ist ganz in der Nähe. Da breche ich sofort auf. Huch, er hat mir gar nicht... Stimmt. Deine Klasse ist diesmal erhalten geblieben. Der dunkle Fürst konnte deine Kräfte nicht wegzaubern. Spitze. Deine Reise scheint dich allgemein gestärkt zu haben. Ich bin sehr stolz auf dich. Nun, alle zur Burg des dunklen Fürsten, Red. Das werden wir auch tun. Und zwar erst im nächsten Part. Mal sehen, was können wir noch machen. Nichts außer nur ein bisschen was zu futtern.
unsere HP auch noch wieder mal auffüllen. Und die MP, damit wir mehr MPs bei uns haben. Und dann verlassen wir jetzt mal die Welt und beenden wir auch den Part. Denn hier sind wir jetzt schon mal durch. Größtenteils. Unser nächster Halt wird jetzt nun die Vulkanwelt sein. Und da sind wir auch schon in dem Ort, wo auch der dunkle Fürst auch hier wohnt. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Falls euch dieser Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und falls ihr nichts verpassen wollt und euch mein Content gefällt, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Die Let's Plays kommen immer täglich 14 Uhr. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!